Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Unser Thema ist heute, wie Sie sehen, der Stern von Bethlehem. Und immer, wenn wir in der Weihnachtszeit sind, dann kommt die Weihnachtsgeschichte wieder zur Sprache. Und in der Weihnachtsgeschichte, da spielen ja, wie wir alle wissen, die Könige eine Rolle, die heiligen Könige oder wie viele auch sagen, die drei heiligen Könige. Wenn Sie die Geschichte aber mal genau anschauen, da ist von der Zahl drei gar keine Rede. Die heiligen Könige also oder was sie auch immer waren, wir werden es gleich noch genauer erfahren. Und das Interessante ist natürlich, dass sie einem Stern folgen. Das ist hier sehr schön gezeigt auf diesem Kirchenfenster, einem Stern, der sie schließlich zu dem Kind in der Krippe hinführt. Also so finden sie Jesus Christus. Das ist die Geschichte, die wir alle kennen und die im Neuen Testament der Bibel von Matthäus geboren war, erzählt zu Bethlehem im jüdischen Land zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sei. Da berief Herodes die Weisen heimlich und erkundete mit Fleiß von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und wies sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forschet fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis dass er kam und stand oben über, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das ist die Weihnachtsgeschichte, meine Damen und Herren, der kleine Ausschnitt aus dem Matthäusevangelium, wo von dem Stern die Rede ist. Und ich darf vielleicht sagen, das ist die bekannte Version in der Übersetzung von Martin Luther. Wir werden uns gleich noch mit einem anderen Text beschäftigen müssen, denn wir wollen ja nun gewissermaßen mit wissenschaftlichen Methoden diesem Stern nachgehen und wollen ein bisschen hören, was die Wissenschaft eventuell dazu herausgefunden hat. Und deshalb zeige ich Ihnen hier dieselbe Geschichte nochmal in der wörtlichen Übersetzung aus dem Urtext. Luther hat das ein bisschen populär übersetzt, sehr schön in der Sprache, sehr viel poetischer, nicht so wie hier. Da ist es ein bisschen trockener, könnte man fast sagen, aber dafür auch exakter. Und da beachten Sie mal besonders die farblich markierten Textstellen. Da heißt es nämlich: Da gelangten Magier von den Aufgängen nach Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben nämlich seinen Stern in dem Abendaufgange gesehen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Spezifikation, die wir hier lesen, weil das für den Astronomen ein interessanter Hinweis ist. Sie würden nun vielleicht sagen: Naja, in dem Abendaufgang, die Sterne gehen ja sowieso abends auf. Das ist ja nicht ganz exakt. Die Sterne gehen jederzeit auf. Sie sehen morgens Sterne aufgehen, Sie sehen auch nachts Sterne aufgehen. Gehen Sie mal nachts auf Ihren Balkon, dann gehen irgendwelche Sterne gerade auf. Also es gehen jederzeit Sterne auf. Und hier ist also die Rede, dass dieser Stern abends aufgegangen sei. Und dann heißt es weiter, als Sie dann Ihre Reise gemacht haben und schließlich zu Herodes kamen, dass der Sie
fragte nach der Zeit des erschienenen und noch scheinenden Sterns. Also das heißt, nachdem sie diese weite Reise gemacht hatten, von den Aufgängen her, wie es im Originaltext heißt, von den Aufgängen heißt zweifellos, kann man auch übersetzen mit aus dem Morgenland oder vielleicht aus Persien, so wird das im Allgemeinen interpretiert, da war derselbe Stern offensichtlich immer noch zu sehen. Und dann heißt es weiter, als sie nach Bethlehem gehen, nachdem sie den König angehört hatten, brachen sie auf und siehe, der Stern, den sie in dem Abendaufgange gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er im Gehen stehen blieb, oben darüber, wo das Kind war. Das ist also die Darstellung des Originaltextes. Und letzten Endes, wenn wir diese Frage jetzt wissenschaftlich etwas exakter angehen wollen, dann müssen wir uns auf diesen Originaltext beziehen, denn da sind Hinweise enthalten und eine Deutung dieses Phänomens muss zu diesen Hinweisen passen.